Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ich habe für euch heute eine ganz fruchtige Torte und zwar machen wir eine Mandarinen-Kirschtorte. Viel Spaß! Dafür brauchen wir eine Springform mit einem Durchmesser von 26 cm und dann als Zutaten für den Boden 150 Gramm Mehl, einen Esslöffel Backpulver, ein Päckchen Puddingpulver, Vanille, 80 Gramm Zucker, zwei Eier der Größe M, 125 Gramm griechischer Joghurt, 80 Gramm zerlassene Butter und 130 Gramm abgetropfte Kirschen aus dem Glas. Dann für die Creme 7 Blatt Gelatine, 500 Gramm Quark, 125 Gramm griechischer Joghurt, den Saft einer halben Bio-Zitrone und für den Guss ein Päckchen hellen Tortenguss, 175 Gramm abgetropfte Kirschen und 125 Gramm Mandarinen aus der Dose plus den Saft davon. Los geht's, wir machen einen Rührkuchenboden. Und zwar, der geht ganz einfach. Ihr braucht eine Schüssel, da kommt dann das Mehl hinein, das Backpulver, das war das Puddingpulver. Ja, das ist immer blöd, wenn ich das umschütten muss in die Schale, da bleibt es dann immer so kleben. Also am liebsten tue ich es immer direkt aus dem Beutel raus, aber es wäre dann wieder unbezahlte Werbung. Dann der Zucker dazu, die zwei Eier, meine Eier hatten die Größe M. Dann der griechische Joghurt. Wenn ihr keinen griechischen Joghurt wollt oder nicht habt, ihr könnt auch ein ganz normales Joghurt nehmen. Und hier habe ich jetzt meine Butter, die habe ich geschmolzen und auskühlen lassen. Ganz wichtig, dass sie wieder kühl ist. Ja, und das wird jetzt verrührt. Heute mal mit dem Handrührer. Bevor ihr den Teig rührt, müsst ihr noch die Kirschen abtropfen lassen. Für das ganze Rezept habe ich ein Glas Kirschen genommen und das auf zweimal aufgeteilt. Ich habe jetzt in den Teig von den Kirschen knapp die Hälfte, also nicht ganz die Hälfte, in den Teig gegeben und die werden da vorsichtig untergehoben. Also bitte macht es nicht mit der Maschine, denn sonst zerfetzen die euch total. Also ihr wollt es, dass ihr so klitzekleine Stückchen drin habt, dann könnt ihr es natürlich machen. Aber besser ist, wenn ihr die Kirschen unterhebt. Sollte euch der Teig ein bisschen zu fest vorkommen, gebt einen Schuss Milch dazu. So sah er aus. Jetzt habe ich hier meine Springform. Die hatte einen Durchmesser von 26 cm. Die legt er mit Backpapier aus. Und da kommt jetzt der Teig hinein. Ein Rührteig ist ja nicht ganz so geschmeidig wie ein Biskuitteig. Deswegen geht es alles ein bisschen schwieriger. Gerade mit meiner Plastikwinkelpalette. Ich habe die echt gern, aber für solche Teige ist sie nicht so geeignet. Aber die ist halt so schön klein und da kann man so richtig schön in den Springformen das verstreichen. Ja, so sah es aus. Der darf jetzt bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für 30 Minuten backen. Nach dem Backen sah es so aus. In der Form 5 Minuten auskühlen lassen, aus der Form lösen und dann komplett auskühlen lassen. Wenn er ausgekühlt ist, legt er einen Tortenring darum und dann geht es weiter mit der Creme. Bevor ihr die Creme macht, die Gelatine für 5 Minuten ins kalte Wasser legen und quellen lassen. Und dann gebt ihr den Quark, das Joghurt hier ebenfalls, also ich hatte jetzt wieder einen griechischen, ihr könnt auch ein normales Joghurt nehmen, in eine Schüssel geben, da kommt dann der Zitronensaft dazu, den ihr natürlich vorher auspressen müsst, und der Zucker. Und das Ganze wird ebenfalls verrührt. Und zwar so lange, bis alles richtig schön geschmeidig ist. Wie ihr gemerkt habt, ich benutze keine Sahne. Also ich wollte einfach mal probieren, keine Sahne zu benutzen, denn ich finde die gerade echt ziemlich teuer. Hier habe ich meine Gelatine, die war jetzt eingeweicht, ausgedrückt und da kommt jetzt von den Mandarinen, von der einen Dose, so eine kleine Dose hat 125 Milliliter Inhalt. Da gibt er jetzt einen Esslöffel dazu, die müsst ihr natürlich vorher abtropfen und dann lässt er die Gelatine auflösen und jetzt passen wir die Gelatine der Creme an, ganz wichtig, und zwar gibt er 1 bis 2 Esslöffel zur flüssigen Gelatine hinein, verrührt das Ganze, bis keine Klümpchen mehr da sind. Es ist wirklich ganz wichtig, dass die Gelatine die Temperatur von der Creme bekommt, denn wenn sie zu warm ist, habt ihr Klumpen. Aber sowas von. Ja, der kommt dann zur Creme hinein und dann habe ich hier nochmal 125 Gramm Mandarinen. Die gebe ich damit hinein und die werden untergehoben. Eingeweichte Mandarinen oder besser gesagt eingelegte Mandarinen, die zerfetzen leider auch beim Unterheben ein bisschen und dann gibt es lauter so kleine Fitzel in der Creme.
Hier habe ich jetzt meinen Boden, der ist ausgekühlt. Da gebe ich jetzt die Creme darauf und verstreiche das Ganze schön gleichmäßig. So sah es dann aus und die darf jetzt gut 4 Stunden kühlen. Dann geht es auch schon weiter mit dem fruchtigen Belag obendrauf. Hier habe ich jetzt nochmal 125 Gramm Mandarinen. Den Sud bitte davon auffangen, denn er braucht er dann für den Tortenguss. Die Mandarinen habe ich jetzt oben auf den Deckel gelegt und ein bisschen verteilt. Und dann kommen noch die restlichen Kirschen dazu, die wo noch übrig geblieben sind. Einfach darauf verteilen, kreuze da quer. So sah es aus. Den Tortenguss, den macht ihr bitte so an, wie es auf der Backungsanleitung steht. Ich hatte hier jetzt 2 Tortengüsse. Es langt einer vollkommen, das war viel zu viel. Deswegen ist im Rezept nur einer. Das habe ich kurz auskühlen lassen und dann gieße ich den vorsichtig auf die Früchte drauf. Und zwar so viel, bis halt alles schön bedeckt ist. Das darf dann fest werden, einfach nur mal kurz in den Kühlschrank stellen oder irgendwohin, wo es kalt ist und dann ist er fertig. Natürlich den Tortenring entfernen, dann ist er fertig. Schlicht, einfach, aber sowas von fruchtig lecker, ich sag's euch. Also das ist so richtig schön erfrischend. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund, passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss!